Ein netter Rücken kann auch entzücken, aber damit euer Rücken schön nett, breit und muskulös wird, solltet ihr folgende 5 Fehler vermeiden, die leider sehr viele Leute bei ihrem Rücken-Bizeps-Training machen. Wird ein bisschen fachlich, anatomisch, ich versuche mich aber leicht auszudrücken, dass auch Anfänger das umsetzen können. Fangen wir an. Fehler Nummer 1. Du denkst, dass der Rücken ein einziger großer Muskel ist. Aber tatsächlich besteht dein Rücken aus vielen verschiedenen, teilweise auch sehr kleinen Muskeln, die alle zusammenspielen, um verschiedene Funktionen zu erfüllen. Wir haben einmal den Latissimus, den kennen die meisten von euch, der führt den Arm nach hinten, er führt den Arm zum Körper hin und er macht die Innenrotation. Deswegen auch Schürzenbindermuskel genannt, weil wenn du dir eine Schürze hinten binden willst, machst du die Extension, Adduktion und Innenrotation. Wir haben aber auch den Trapez, der aus 3 verschiedenen Anteilen besteht. Einmal zum Nacken hoch, einmal zwischen den Schulterblättern, der mittlere Anteil und einmal nach unten hin. Ebenfalls zwischen den Schulterblättern liegen die Rhomboideen, Minor und Major, die nicht nur die Rotation des Schulterblatts bewerkstelligen, sondern das auch noch fixieren. Wir haben die hintere Schulter, die dabei hilft, den Arm nach hinten zu führen, aber auch sowas wie den Rückenstrecker, der links und rechts neben der Wirbelsäule läuft und den Oberkörper aufrichtet. Und diese 5 Muskeln sind die bekanntesten, wenn es um den Rücken geht. Der Lat, Trapez, Rhomboideen, hintere Schulter sowie der Rückenstrecker. Es gibt aber noch viel mehr. Levator Scapulae, Teres Minor, Major, Quadratus Lumborum. Und jeder dieser Muskeln hat nicht nur eine Funktion, also eine Bewegung, die er ausführt, die ich auch mit einer Übung trainieren kann, sondern die unterstützen sich gegenseitig bei allerhand Funktionen. Und das führt uns zum zweiten Fehler, den viele Leute beim Rückentraining machen. Sie versuchen für jeden Muskel eine Übung zu finden, um ihn zu trainieren. Ich weiß ja, was ihr denkt. Du hast jetzt die Muskeln aufgezählt. Jetzt sag mir doch zu jedem Muskel eine Übung, damit ich auch nichts vergesse und alles in meinem Trainingsplan drin ist. Das ist aber Bullshit, weil der Körper arbeitet nicht so isoliert, wie man es im Bodybuilding gerne hätte, dass man jeden einzelnen Muskel isoliert trainiert. Vielmehr hast du eine Bewegung, die du machst. Und diese Bewegung führst du unter Widerstand aus, damit du die Muskeln, die diese Bewegung ermöglichen, trainierst. Um effizient zu trainieren, musst du dir jetzt überlegen, welche Bewegungen muss ich alle in meinem Rückentraining machen, damit ich alle diese Muskeln ausreichend treffe. Denn effizient zu arbeiten bedeutet immer, dass man den Fokus auf seine Ressourcen legt. In dem Fall Zeit und Energie. Wir können nicht 3 Stunden im Fitnessstudio verbringen. Die meisten von uns haben ein normales Leben. Wir haben auch keine Lust, 1 Million einzelne Übungen zu machen und jedes Mal auf das Gerät zu warten, bis es frei wird, weil 18 Uhr McFit überfüllt ist. Und genau bei dieser Übungsauswahl passiert der dritte Fehler, den viele von euch häufig machen. Sie machen zwar viele verschiedene Übungen für den Rücken, aber es ist alles dieselbe Übung, ohne dass sie es wissen. Du gehst zum Beispiel zur Rudermaschine, setzt dich hin und ziehst. Machst davon 3 Sätze, bevor du dann weiter zum Kabelzug gehst, wo du dich auch hinsetzt und ziehst. Gehst nach vorne in den Kurzhantelbereich und machst das einarmige Rudern. Und es sind zwar 3 verschiedene Übungen, aber du hast immer den gleichen Scheiß gemacht. Ob du an der Maschine hier ziehst, mit dem Kabelzug hier ziehst oder mit der Kurzhantel hier ziehst, es ist immer dieselbe Bewegung. Genauso wie der Latzug und der Klimmzug dieselbe Bewegung ist, auch wenn es 2 verschiedene Übungen sind. Dasselbe gilt für das Tibarudern, das vorgebeugte Seitheben oder auch die Facepulls. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Und die Lösung ist tatsächlich super simpel. So simpel, dass sogar jeder Anfänger versteht. Versucht, in verschiedenen Winkeln zu arbeiten, wenn ihr etwas zu euch zieht. Ziehst du von oben, hast du super den Latissimus drin, den Teres Major, aber auch den unteren Anteil des Trapez. Ziehst du von vorne, trainierst du den Lat nochmal von einem anderen Winkel und arbeitest hier auch schon mit dem oberen Rücken mit. Vor allem, wenn du als nächstes eine Übung wählst, wo du bei so knapp 90 Grad Winkel landest, damit du wirklich den mittleren Anteil des Trapez triffst, die Rhomboideen und die hintere Schulter. Und als viertes hast du nochmal den Zug von unten für den oberen Anteil des Trapez, ja, den Nacken. Du hast Zug von oben, du hast Zug zum Bauch, du hast Zug bei 90 Grad und den Zug von unten. Und mit diesen 4 Winkeln hast du deinen Rücken komplett getroffen. Also solltest du auch 4 Übungen wählen, damit du jeden dieser Winkel in deinem Rückentraining abdeckst. Und welche Übungen du dann wählst, kannst du natürlich individuell bestimmen. Je nachdem, welches Trainingslevel du hast, welches Gerät du vielleicht im Fitnessstudio hast oder nicht. Und natürlich ist das Ganze jetzt hier auch ein bisschen vereinfacht. Ihr könnt euch da aber nochmal richtig reinfuchsen. Was beim Training außerdem maßgeblich zum Erfolg beiträgt, ist die Musik, die man dabei hört. Der richtige Beat bringt dich in den Modus. Der hält dich auch im Tunnel und lässt dich mehr machen, als du eigentlich könntest. Und damit der Vibe auch richtig ankommt, sind die richtigen Kopfhörer essentiell. Und perfekt für den Sport hat Shox die neuen Open Fit Air auf den Markt gebracht. Es sind Open-Ear-Kopfhörer für maximalen Komfort und festen Halt ohne Verrutschen. Also egal wie hart dein Workout ist oder wie viel Bewegung drin ist, die fallen auf keinen Fall raus. Den Bügel merkt man gar nicht und der Schwerpunkt der Headphones ist so gewählt, dass man auch die kaum spürt. Selbstverständlich sind sie nach IP44 wasserbeständig. Ihr könnt also schwitzen, wie ihr wollt, ihr geht nicht kaputt. Ebenfalls brutal wichtig ist die Akkulaufzeit und die Headphones halten ganze 28 Stunden. Und solltet ihr mal vergessen haben, sie zu laden, sind sie nach 10 Minuten so aufgeladen, dass ihr 2 Stunden damit hören und trainieren könnt. Ich verlinke euch die Shox Open Fit Air unten in der Infobox. Ihr könnt natürlich auch den QR-Code scannen, falls ihr gerade auf dem TV guckt. Und wer weiß, vielleicht sucht
suchte gerade neue Sport-Headphones, da kommt die Werbung hier natürlich gerade recht. Zieht euch auf jeden Fall rein, jetzt wisst ihr Bescheid und ich würde sagen, genug mit der Werbung, weiter mit dem Video. Aber hey, warte mal, haben wir nicht was vergessen? Genau, der untere Rücken. Und das ist der Fehler Nummer 4, denn der untere Rücken gehört eigentlich gar nicht zum Rücken. Und ich weiß, was ihr denkt, ist doch der Rücken, es ist doch hinten, wie kann es nicht der Rücken sein? Aber ich spreche von der Funktion. Denn der Rückenstrecker macht die Aufrichtung des Rumpfes, er hilft bei der Seitenneigung mit und aber auch die Rotation. Ist der Gegenspieler zu unserer Bauchmuskulatur, die den Rumpf beugt, rotieren lässt und auch bei der Seitenneigung hilft. Der untere Rücken gehört damit zur Chormuskulatur, zum Rumpf und gar nicht wirklich zum oberen Rücken, der eigentlich Zugbewegungen macht. Entsprechend ergibt es auch durchaus Sinn, den unteren Rücken in seinem Core-Training zu verankern und nicht unbedingt im Rückentraining. Warum diese Unterscheidung so wichtig ist, können wir feststellen, wenn wir uns mal Home-Workouts angucken und welche Übungen dort für den Rücken gewählt werden. Ihr werdet nämlich feststellen, dass die meisten Leute nur Hyper-Extensions machen und damit den unteren Rücken trainieren und das in verschiedenen Variationen. Und das tatsächlich auch Fitness-YouTubern geschuldet, die eben solche Workouts auf YouTube zum Mitmachen hochladen, weil sie sich erstens selbst nicht genug mit der Anatomie auseinandersetzen und zweitens, deshalb propagiere ich ja immer Klimmzüge und oder Australian Pull-Ups zu machen, auch wenn ihr daheim trainiert und euch gegebenenfalls an den Tisch hängen müsst. Weil ich damit wieder zwei Winkel abdecke, die ich sonst nicht abdecken würde, würde ich nur auf dem Boden liegen. Und wenn ich auf dem Boden liege, dann muss ich meine Arme benutzen, um hier zumindest verschiedene Winkel abzudecken, damit ich wenigstens irgendwas treffe, auch wenn es nicht das Beste ist. Kennt ihr aus meinen Programmen der Hybrid-Trainings-App, da gibt es dann Arms Up, Full-Range-Flies, Reverse-Flies, Hip-Flies. Auch das ist zwar nicht so richtig geil, aber für einen Anfänger zumindest vollkommen ausreichend und desto besser du wirst, umso eher musst du zu Klimmzügen und Australian Pull-Ups übergehen. Bei mir in den Programmen habe ich 3 Level, die auch so aufeinander aufbauen. Ja, und apropos Aufbau, damit kommen wir zum 5. Fehler, den viele Leute machen, und das ist die falsche Reihenfolge beim Rückentraining. Denn egal aus welchem Winkel du ziehst, ob der von oben kommt, von 90 Grad zum Bauch, du beugst immer deinen Arm an. Und jedes Mal, wenn du deinen Arm beugst, arbeitet hier der Bizeps mit, der ist Hilfsmuskulatur. Deswegen trainiert man ja Rücken und Bizeps zusammen, weil die beide sowieso in einer Bewegung harmonieren. Aber da der Bizeps schwächer ist, als jetzt zum Beispiel der Latissimus, sollte man ihn danach trainieren. Weil wenn der Bizeps zuerst trainiert wird und dann schlapp macht, wird er zum limitierenden Faktor und du kommst gar nicht bis zum Muskelversagen bei deinem Rückentraining. Erst die großen Muskeln mit den großen Übungen, Multi-Joint-Übungen, bevor es dann zu den kleinen Muskeln, Hilfsmuskeln und isolierten Übungen übergeht. Also Klimmzüge, Seal Rows, Langhantelrudern, all das zu Anfang des Trainings. Und danach kommt dann das vorgebeugte Seitheben, die Face-Pulls oder auch die SZ-Curls, Bizeps-Curls und all das. Und solltest du dich dann noch entscheiden, deinen unteren Rücken an deinem Pull-Day zu trainieren, weil du dein Bauchtraining extra machst, dann kommt der untere Rücken auch ganz, ganz, ganz am Ende. Denn bei einigen Übungen, wie zum Beispiel dem Langhantelrudern, brauchst du deinen unteren Rücken zum Stabilisieren. Und wenn du den unteren Rücken zuerst trainierst, wird er müde und du kannst Langhantelrudern nicht mehr machen und bleibst unterhalb deinen Möglichkeiten. Deswegen kommt dein Rumpftraining, unterer Rücken, aber auch Bauch immer ganz am Ende der Einheit. Und genau nach diesen Schemata, Reihenfolge der Übungen, verschiedene Winkel, verschiedene Progressionsstufen, habe ich auch alle Programme in meiner Hybrid-Trainings-App aufgebaut. Aber nicht nur die Pull-Days, natürlich auch bei den Push-Days und Leg-Days, wo es zu den anderen Muskelgruppen geht. Du kannst deine Gewichte tracken und natürlich haben wir auch die Ernährung dabei. Immerhin wollen viele Leute zunehmen oder abnehmen, da spielt auch das eine Rolle. Solltet ihr also ein Trainingsprogramm für zu Hause oder fürs Gym suchen, verlinke ich euch meine Hybrid-Trainings-App unten in der Infobox. Und sollten noch Fragen offen sein, kommentiert gerne unterhalb des Videos. Auch ob ich so ein Video nochmal zu anderen Muskelgruppen machen soll. Und ansonsten abonniert den Kanal, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.